Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Angezockt nicht ganz, weil wir haben es im Stream schon angezockt. Aber ich wollte gerne eine 4K-HDR-Aufnahme für euch machen, damit ihr seht, wie geil das Spiel in Wirklichkeit aussieht. Weil viele haben gemeckert, das sieht aus wie PS3-Grafik und was ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn ich streame, seht ihr ja nur in 1080p. Und deswegen noch eine 4K-HDR-Aufnahme. Meine Einstellungen natürlich zeige ich euch auch. Ich habe den Raytracing-Modus gemacht. Wir haben drei Modi zur Auswahl: Fokus auf Qualität, Raytracing und Fokus auf Performance. Performance heißt, dass er halt stabil eine Bildwiederholrate einhält und verringert dadurch die Auflösung. Also, das heißt, es ist nicht 4K, es kann 1080p sein, ja, oder 4K wird angepeilt, aber geht doch mal runter auf 1440 oder 1080, keine Ahnung. Raytracing, da hat er dann halt ein geiles Bild. Aber die Bildwiederholrate schwankt, also ich weiß nicht, ob er 60 überhaupt schafft. Sagen wir mal, es macht 60 und dann geht es mal auf 30 oder was weiß ich runter. Ich persönlich finde keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Also mir persönlich fällt es nicht wirklich auf. Aber ich will halt geiles Bild haben. Ich bin da eine Grafikhuche. Und dann haben wir noch Fokus auf Qualität. Da wird 4K erhalten. Bei einer Bildwiederholrate. Ja. Standardeinstellung ist darauf ausgelegt, 4K eine stabile Bildwiederholrate zu gewährleisten. Also 4K mit einer stabilen Bildwiederholrate. Ja, ich denke mal, da wird 30 sein. Ja. Und dann habe ich bei den Barrierefreiheitseinstellungen noch eingestellt, dass halt Sachen automatisch aufgehoben werden. Wir können hier auch wieder Sachen in den Vordergrund heben. Für, ich will nicht Farbblinde sagen, für Leute, die mit den Farben Probleme haben. Ja, oder was weiß ich. Also finde ich schön, dass es immer mehr wird bei Barrierefreiheit, bei Barriere. Einstellen zur Barrierefrei, Mensch! Das hilft uns teilweise auch, dass man halt Sachen besser sehen kann und so. Ich habe aber halt, wie gesagt, nur das automatisch aufheben geändert. Mehr habe ich nicht gemacht. So, dann können wir den Controller wieder komplett. Wenn uns die Tasten nicht gefallen, können wir die auch ummodeln. Und auch Kreis, Viereck, X und so was alles. Ja, also da bin ich am Überlegen, ob ich zum Beispiel das Interagieren ist Dreieck, ob ich und das Viereck, was war das da? Warp, ob ich das mit Dreieck, Viereck, X alles ein bisschen umkuddelmuddel, dass ich mit X Sprint mache und dann mit Viereck springen. Weil wenn du Kreis drückst die ganze Zeit für schnell rennen und dann auf einmal runter musst zum X zum Springen, da habe ich so meine Probleme, dass es dann manchmal so richtig klappt. Aber da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. So. Audioeinstellung habe ich hier Musik halt auf 70 gemacht. Alles habe ich halt anders so gelassen. So. Bild haben wir hier noch. Steuerung haben wir dann hier auch noch. Die Empfindlichkeit, die wir einstellen können. Und adaptive Trigger hoch und so. So. Gameplay-Balance haben wir hier auch noch. Also könnt ihr euch auch komplett austoben. Wir werden jetzt nochmal mal fortsetzen machen. Und dann zeige ich euch so ein bisschen. Ich habe jetzt auch schon einen neuen Mantel. Den kriege ich da vorne bei den Ständen. Ich zeige euch nur mal schnell meine Butze in der Stadt. Das ist meine Butze. Hier kann ich was verbessern. Das zeige ich euch auch gleich. Da hat die Katze direkt gefunden. Ja, das habe ich geholt. Und da hat Katzengras. Und das, aber schön, dass er mit dem Ball auch spielt. Das war, ja, dann habe ich so einen Schrein gefunden und dann musste ich da nämlich langsam ranpirschen und so streicheln. Ich denke mal, davon, so wie es aussieht, wird es da auch mehrere geben, dass ich dann hier mehrere Katzen rumflitzen habe, denke ich mal, oder dass die sich abwechseln oder so, das weiß ich nicht. Das muss man dann im späteren Verlauf sehen. Bett, ja, zum Ausruhen, speichern. Und hier haben wir dann. Okay, dann war los. Herstellen, hier können wir dann unsere Heiltrank oder Steine oder was, ich kann auch schon Steine veredeln und so herstellen. Dann hier können wir unsere Sachen aufwerten. Ich habe jetzt leider nicht genug, um mir was aufzuwerten.
Da braucht man verschiedene Ressourcen. Hier zum Beispiel halt Ringstein und so. Und dann können wir auch die Medaillons hier verbessern. Die habe ich auch schon. So, dann können wir hier raus. So. Ich weiß ja nicht, können wir die jetzt hier streichen, die Katze? Nee, können wir nicht. Die rennt hier einfach nur rum. Aber Pendien kommt sie halt. Ich bin jetzt voll, deswegen kann ich den Trank da nicht nehmen. So. Unten haben wir hier so ein Würfelspiel, das habe ich schon gemacht. Also empfehle ich euch auch, bevor ihr irgendwas macht, aufbrecht oder so, geht hier mal einmal zu dem Würfelspiel. Findet ihr auch in der Welt verteilt. Hallo. Der dürfte jetzt sagen, dass ich es nicht machen kann. Versuch dein Glück doch morgen nochmal. Ja. Und dann kriegt er verschiedene Bonusse. Also, was weiß ich, höhere Abwehr und was weiß ich. Hm? So. Wir können auch Schnellreise machen zu den Häusern. Ihr könnt so Häuser freischalten. Und da könnt ihr euch auch unterwegs aufwerten und was weiß ich alles. Ich fange mal hier hinten an am besten, bei dem Marktstand mit der Katze. Ja, also ihr findet hier in der Welt Katzen. So wie die hier. Die einfach anquatschen, also rannieren mit Dreieck und dann rennt die weg und dann führt die euch zu einem Schatz. Und dann kriegt ihr so kleine Figuren, die da vorne stehen. Und die könnt ihr hinten umtauschen und hier muss er dann mit Münzen bezahlen. Da habe ich jetzt nur noch 8. Ich habe hier den Kochtopf gekauft, ich habe Ball gekauft, ich habe Katzengras gekauft und ich habe Kratztafel. Mit etwas. Und das kannst du dir vorstellen, wie. Achso, der Kochtopf ist halt, damit sie da drin pennen kann. So. Nichts gefunden? Dann vielleicht beim nächsten Mal. Die Münzen brauchen wir aber auch für Bücher. Also hier, das ist nichts, aber hier haben wir dann Bücher. Womit kann ich dienen? Da können wir einen Haufen Bücher kaufen. Kritischen Treffern, Verteidigungsbonus. Ja, dann können wir dann halt Sachen lernen, dass wir halt du hast also unsere nichts Klamotten gefunden. Halt verbessern können, besser, noch besser machen können. Vielleicht nächstes Mal. Und hier der, was hatte der? Achso, da bringen wir die Figuren hin. Dann schauen wir mal, nicht wahr? So, ich habe jetzt 4 Figuren gehabt, ne 3. Die habe ich jetzt hier. Das waren einmal 2 für den Umhang und einmal hier für Pilze. Ne, Quatsch. 2 für Pilze, 1 für den Umhang. Und wenn ich jetzt noch eins habe, kriege ich hier Achso, ja, da kann man irgendwas herstellen. Und das haben wir hier. Ein Umhang, der Dauer von negativen Statuseffekten verringert. Und das ist auch toll. Aber dafür müssen wir dann erstmal die Figuren sammeln. So, das waren die Stände, die wir hier haben. Da habe ich jetzt hier keine Stände gesehen. Karte. Hier sind sie auch mit Pfeilen hier auf der Landkarte markiert. Hier haben wir dann noch ein Fragezeichen. Das war, glaube ich, eine Katze. Eventmarkierung. Ah nee, das ist ein Event. Das garantiert. Hattet das mit den Schafen, wo ich mich zu den Schafen gebracht habe, weiß ich nicht. Oder ist ein neues Event? Ach, das ist hier das Pater, also heißt das Spiel. Hier ist auch nochmal eine Eventmarkierung. Und hier ist auch eine Eventmarkierung. Da ist, achso, das ist ja da drinnen, da in der Krypta, Grotte, Dingsbums irgendwie. Auch hier könnt ihr 3D sehen, dass ihr wisst, oh, komme ich hier hoch? Ist hier irgendwo was in der Höhe, wo man hochspringen kann? Hier hinten zum Beispiel. Und dann kann man hier an der Seite langlatschen.
Wenn wir denn jetzt hier rauszoomen, hier oben war ich in dem Gebiet. Hier bin ich jetzt gerade am Erforschen. Und sind dann halt so bestimmte Türme. Hier können wir dann halt uns die Landkarte anzeigen lassen. Also hier scannt er das so wie der Adlerhorst bei Assassin's Creed. Und das Rennen ist auch eigentlich wie Assassin's Creed auf Steroide. Das ist voll geil. Und hier Fotos, die wir sammeln müssen, sind auch so Nebenmissionen. Da kriegen wir dann, können wir den Kindern zeigen, dann freuen die sich, dann kriegen wir dann auch noch was. Hier sind diese Safehäuser. Also ich bin ziemlich nah an dem und dran, wo wir hin müssen, hier hinten. Ja, hier bin ich. Das werden wir nämlich demnächst im Stream weitermachen. Dann kann ich nämlich hier hinrennen und dann die nächste Landkarte aufdecken. Ich habe mich erstmal darauf konzentriert, hier oben alle zu machen, einzusammeln und Zauber einzusammeln. Und hast nicht gesehen, hier ist dann auch noch was. Und wir können ja mal hier hingehen. So, Schnellreise. Zack. Und jetzt sind wir auch schon da. Wir sind da. Das war die ganze Schnellreise. Das ging erstaunlich schnell. Voll geil. Und hier können wir dann halt auch, hier liegt dann auch noch was ab und zu mal drum zum Heilen und so. Hier ist dann halt wieder das mit dem Medaillon und so, was ich euch gezeigt habe. Dann liegt hier auch manchmal dann noch irgendwie was drum, was man nehmen kann. Ach, guck mal, da ist die Katze gerade. So. Die folgt mir dann halt. Dann haben wir hier so ein Buch, der sagt uns, wo die nächsten Läden sind. Also die nächsten Safehäuser sind. Dann können wir da pennen. Und hier haben wir dann irgendwo so ein Bücherteil. Worauf haben wir denn heute Lust? Wo wir unsere Fähigkeiten verbessern können. Ich habe alles. Also die sind normalerweise nur so wie. So, ich mach mal das kurz weg, dass ich euch das zeigen kann. Die sind so wie die. Und wenn man dann halt jetzt so eine Blume drauf macht, wie eben war, dann muss ich da halt jetzt zum Beispiel 5 Gegner besiegen, die die letzten sind. Und irgendwie, ja, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich hätte schon locker zusammen haben müssen, aber immer hat denen halt, haben die noch ein Fitzelchen Energie gehabt, dass er doch nicht der letzte besiegt wurde. Ja, das ist dann halt echt nervig. Da einfach mit X können wir 3 Stück auswählen, die wir aufwerten. Vergiften habe ich noch nichts, wo mich einer vergiften kann, dass ich das aufwerten kann. Sind nur 3. Und dann ist das auch auf Level 2. Und hier muss man von hinten die Gegner treffen. Da muss ich 45 Gegner von hinten treffen. Bin ich jetzt bei 8. Das kommt auch nach und nach. Hier brauchen wir dann erstmal 74 von diesen. Das sieht aus wie kleine Wirbel, die da auf dem Weg rumliegen. Die muss man einsammeln, um die Zauberpunkte zu haben und um freizuschalten. Ich konzentriere mich ab. Aber gerade drauf, hier noch zusammenzukriegen, weil hier bin ich gerade dabei, wie gesagt, irgendwie voll zu kriegen. Und dann das hier, wo ist es? Da. 142 brauche ich dafür und hier hinten brauche ich, 144. Aber ich will gerade das voll kriegen, weil dadurch kann ich meinen Medaillon dann halt nochmal ein bisschen verbessern. Das ist eine versteckte Fähigkeit, die ist irgendwo auf der Landkarte, finde ich die, oder bei einer Nebenmission. Keine Ahnung. Hier das auch. Das sind die einzigen, die ich noch nicht habe. Ich habe auch schon alles auf Level 2, außer halt rum mit dem Gift. Da bin ich jetzt gerade dabei. Das muss ich dann später noch machen. Und da bin ich dabei. Und die kann ich erst machen, wenn ich die freischalten habe. Die habe ich ja nicht freischalten. Ich habe auch hier meine Parcours-Fähigkeit hier. Da habe ich auch alles schon ein bisschen verbessert. Auch hier das Schießen. Dass es mehr abzieht und halt diesen Zusatzschuss machen kann. Ja. Eine interessante Wahl. So, ich markiere jetzt mal auf der Landkarte, damit wir hier so ein bisschen rennen können, dass ich euch das zeigen kann. Nehmen wir mal das hier. Nee, wartet mal. Nehmen das und dann das. Dass er, und dann das und dann das und dann das. 5-mal kann man maximal markieren. Dann geht die erste Markierung weg, wenn man was weiteres markiert. Und hier habe ich schon aufgedeckt. Also da kann man hingehen. Das ist so, wie gesagt, das ist wie so ein Adlerhorst. Hier muss man dann die Fähigkeit von dem Reif machen, mit hochdrücken, damit man halt die Gegend erkunden kann.
So. Und jetzt seht ihr das. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt die Fähigkeit vom Reif. Damit wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Und da das anzeigt, auch Gegner nehmen. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. So, wir rennen jetzt einfach mal hier durch. Da sind, hier sind zum Beispiel welche. Weiter. Und mit R3 könnt ihr den Gegner fixieren. Ich glaube, das waren alle. Sieht so aus. Gute Arbeit. Hier habe ich dann meine Fähigkeiten. Hier habe ich die anderen Fähigkeiten. Ich bin auch eigentlich ganz geübt schon drin, das im Kampf einzusetzen. Also auch einfach mal die Magie zu ändern. So, hier sind wir jetzt hier. Die haben es in sich. Ich werde mein Bestes geben. Nee, das funzt nicht. Also. Auf den Weg. Das hilft nicht viel. So, der ist jetzt der letzte. Und? Aber ich habe den Kampf dort beendet, ich hoffe, er zählt. So. Die werden, achso, die werden von dem Mutanten angegriffen. Konflikt zwischen den argen Feinde aufeinandertreffen, kommt es zu. Wenn man. Das kann hier nicht. Okay. Also ziehen wir uns mal zurück. Dass die einander nicht gewohnt sind. Gut, das sollten wir. So, jetzt können wir aber hier mal gucken. So, jetzt. Immer noch nicht. Besiege den letzten Gegner in einem Kampf. Ich habe gerade den letzten besiegt. Ausnutzen. Ab oder greift er mich jetzt auch an? Der will mich angreifen. Langsam habe ich den Bogen raus. So, und das sind jetzt hier Steine, die wir mitnehmen können. Die nehmen wir auch alle mit. Die brauchen wir, nicht viel, aber zu verbessern. Irgendwas aufwerten, irgendwas kreieren, keine Ahnung. Persönlich. Dieser Umhang. Wirkt das. Okay, also Schubmagie wird aufgeladen, wenn Reife angezeigt. So. Damit haben wir die Gegend jetzt hier auch schon abgeschlossen. Jetzt können wir hier noch gucken. Einfach mal so machen. Haben wir denn hier noch was versteckt? Ja, da haben wir was. Und hier. Da ist noch eine Kiste. Hoppala. Ich bin schnell weg. Mensch. Ja, manchmal springt sie hier über so kleine Hürden einfach nicht drüber, obwohl sie hier gerade aktiv ist. Hier ist zum Beispiel Gras. So was muss halt immer einsammeln, das ist ganz wichtig. So. Jetzt sei nur mal zum nächsten. Hier sind nicht sentimental, hörst du? Mit hier Magie.
Energie. Ach, das haben wir schon gemacht. Markierung entfernen. Das haben wir schon gemacht. Das ist, ja, da gehen wir dann hier hin und müssen uns schnell durchkämpfen. Da habe ich alle goldenen Sonnen oder was das sein soll, erreicht. Mental. Ich jedenfalls nicht. Gut, für diesen Ort gibt es keine Rettung. Ah, hier ist auch was. Ah, da ist so Magie. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Hier sind wir. Gegner, Steine, so. Hier, das ist so ein Magie-Ding. Zack, bumm, 50. Ich renne jetzt hier einfach mal durch. Jetzt gerade mich nicht mit denen anlegen. Hier ist dann halt der, noch ein Turm. Diese Magie erfordert mir Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Hasta la vista, Baby! Oh, komm schon! Na komm, jetzt ist er amüsiert. Voll auf die 12! Diesmal habe ich mich echt voll reingehängt. Ach, war schon die letzte? Ja, eine annehmbare Leistung. Oh, scheiße, wieder den letzten. Wow, du weißt, wie man Leute motiviert. Und so geht's mir die ganze Zeit. Ja, wir haben hier einen Haufen Zeug. Das sammeln wir mal ein. Also wie es sich anhört, sind hier oben auch noch Gegner. Das behalte ich. Heim ich mal, dann kann ich das hier mitnehmen. Wow, hier sieht's verdammt anders aus als Engineun. Wahn ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie der Verstand, der ihn hervorbringt, ist auch der Irrsinn. So, da ist einer. Oh, da kommt noch mehr. Hat der etwa Verstärkung gerufen? Wahrscheinlich. Schön, wenn man Freunde hat, die einem helfen. Sag bloß, du bist neidisch. Ich schwer Treppe jetzt, sagt er. Wieder ist der letzte da stehen. Kommen wir noch mehr. Wieder runterschießen. Hier an die bittere Brutalität der Freundlosen. Klappe. Jetzt können wir wieder hoch. Nämlich hier eine Kiste. Informationen, Kiste. Und nichts hier können, niemand zu. Wenn wir wollen, können wir denn jetzt hier unsere Fähigkeiten nochmal. In. Hast du versehentlich alle vergrault? Wieso versehentlich? Oh, noch mal eine Kiste. Was steht hier so alleine? War hier Mutant oder so? Oh ja. So. Wie seht ihr denn hoch? Wie kann man denn... Ja,
aber hier so eine... Wow, ziemlich beeindruckend. So eine Kuppel. Ich habe eine auf der anderen Hälfte von der Landkarte gemacht und hier zwischen der und der jetzt hier war auch noch eine. Da bin ich aber nicht rangekommen, die war zu weit oben. Hier sind halt verschiedene, kann man eigentlich sagen, wie Gegner werden. Also wenn es genauso ist, muss ich jetzt die Gegner besiegen in verschiedenen Räumen. Sei auf der Hut. Und dann kommt ein Endboss. Es lauern Monster. Hier ist nix. Anfang. Aber immerhin so einfach. Wie viele sind das denn? Genug für eine Party. Schwingen wir das Tanzbein. Jetzt zack. Oh, ist hier noch was versteckt? Ist nichts versteckt. Da hinten ist was versteckt. Eine Weggabelung. Oh, die Qual der Wahl. Ach, ich kann nicht aufnehmen. Ich bin voll. Voll. Sehen wir hier was? Ne, natürlich nicht. Shit, was nehmen wir denn da? Nehmen wir geradeaus. Hier sind viele Sachen. Yes! Nicht übel. War nicht so viel Magie. Das ist sehr gut. Sackgasse. Dann heißt es wohl umkehren. Ach, jetzt ist hier wieder so ein Ding. Da müssen wir die verschiedenen Dinger verbinden. So. Das war jetzt eigentlich ganz easy. Ihr könntet doch kürzer machen. Also ihr könnt doch, dass die Sonne gleich unten rangeht oder so, wenn er das dreht oder was weiß ich. Also wie lang das ist, ihr müsst es nicht komplett ausreizen. Hauptsache Sonne und Mond treffen sich in der Nähe verbunden. Oh, eine alte Münze. Da haben wir schon 7. Mir fehlt nur noch eine alte Münze. Das war dann, hätte das letzte von den Katzendingern kaufen können. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder eine Trophäe. So, dann können wir jetzt hier. Hier scheint jetzt erstmal nichts zu kommen. Wird auch wieder ein Gang sein nur. Ja. Schleichen. Sind wir schleichen? Ist doch egal. Wir schlafen uns schon durch. Oh shit. Ich hab sie wohl verärgert. Wann wirst du lernen, besser aufzupassen? Nun tu doch was. Ich kann ja mal das machen. Hier erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. So. Das ist unsere Chance. Können wir ja mal das okay. Machen. Habe ich es jetzt richtig geschafft? Ey, wurde aber auch Zeit. Endlich einer von das Programm. Ja, Quatsch, einer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Uff, wie geht's?
krieg irgendwo Feuerholz, aber ich kann nur kein Feuer machen oder irgendwas. Oder ich hab's noch nicht mitgekriegt und nicht gesehen. So, komm, Endboss. Mach jetzt bloß keine Mätzchen. Dieser Kampf wird nicht einfach. Ich schaff das. Mach dich auf was gefasst. Ich lass das einfach mal hier. Komm mal her hier. Ich hab da was für dich. Ach, jetzt ist es weg. Was da hin? Gut aufgewertet, so wie ich jetzt glaub, aussieht. Das krall ich mir. Beim ersten Mal, wo ich so was gemacht habe, da war es irgendwie so eine Art Fisch oder so was. Warte jetzt gar nicht der Letzte. Schon seltsam hier. Nichts zu sammeln. So. Sag mal, erinnert dich dieser Dämon nicht auch an unseren alten Freund? Den Drachen meinst du? Ja, das tut er. Verlorene Labyrinth. Abgeschlossen. Ui. Ein uraltes Kleidungsstück. Das ist hier. Halbiert Giftschaden, Venedia TP. Das klingt ja auch gut. Zum Eingang zurück. Beim ersten Labyrinth nicht gleich zum Eingang zurück, falls ihr da vergessen habt, dahinter bewegt mich noch eine Truhe. So. Und jetzt sehen wir eigentlich auf der Landkarte auch einen Haken, dass wir das abgeschlossen haben. Achso, ich bin noch zu nah dran im Moment. Gehen wir hier ein Stück weiter. So. Nee, also der Mantel ist nur weg. Also wir könnten da jetzt wieder rein. Manchmal wird auch so ein Haken angezeigt, dass wir das abgeschlossen haben. Also es scheint, dass das so ist, weil wir hier nochmal rein könnten oder so. So. Warum gehst du unbedingt zurück nach New York? New York! Weil mir die ganze Nummer hier zu verrückt ist. Aber gut, eine sammelt.
Zauberpunkte. Zauberpunkte, Fähigkeitspunkte. Ihr wisst, was ich meine. Und die Fischte ist hier auch noch. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. So. Aber hier oben nehme ich noch. Einfach im Stich gelassen. Sicher eine schwere Entscheidung, aber notwendig. Jetzt kommt die. Die sind eigentlich ganz easy. Wo kommen die so plötzlich her? Na also! Ich hab mich schon gut aufgewertet. Was wär's dann wohl, was? Ich hab halt sieht auch bei aus. Manche Zombie-Wellen halt ein paar Mal gemacht. Sofort zurückgerannt, ein bisschen weiter weg von der Landkarte und dann wieder zurückgerannt, dass ich die nochmal machen kann, um bestimmte Fähigkeiten halt, das macht sich bei so einer Zombie-Horde, nenne ich jetzt einfach mal Zombies, halt am besten, wenn man es da denn halt macht. Da kannst du ja dann dieses Abwehrschild und die ganze Zeug kannst du dann da halt super nutzen. Ihr seid gerade was gesehen. Da sind auch nochmal schön viele drauf. Ja, dauert ja nicht mehr lange und dann kann ich das halt nochmal. So, da haben wir dann die Burg. Und. Oh, das war Zauber. Ah ne, das ist die hier. Das ist die Mauer. Hier hinten ist die Burg, wo die Mission ist. Hier kann man sich beim Laufen leicht den Knöchel brechen. Das macht das Gelände ideal für Truppenübungen. Ja, und so gar nicht ideal für einen Kurzurlaub. Ich habe auch im ersten Gebiet habe ich im Stream auch versucht, den Zombie da, waren zwei Zombies, einer geschafft, den anderen leider nicht, weil der echt sau schwer war. Aber ich denke und hoffe, dass man halt zu den Gebieten halt nochmal zurückkehren kann. Jetzt seht ihr selber, das ist ja wie Assassin's Creed auf Steroide. Die tont hier zwischen den Bergen drumherum. Es ist so geil. So. Da zum Tomi war noch hin und dann würde ich sagen, dann wartet auch. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hat die mich jetzt vergiftet eigentlich? Also ich wurde auch noch nicht vergiftet, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, weil ich brauche unbedingt vergiften. So. Hier ist der Turm. Hier war aber eine Kiste. Immer mitnehmen. So, und dann gehen wir hier rein. Und dann jetzt einfach diese Fähigkeit benutzen. Und dann scannt ihr halt das ganze Gebiet. Dann kann man sich hier umgucken. Ach, das Zauber, das jenes. Hier ist auch noch irgendwas. Ja. Dann kann man halt sehen, wo man hin will. Da hinten ist irgendwas mit einem Pluszeichen. Das glaube ich Leben dann. Da ist noch eine Pfote. Ach, das ist eine Katze, die mache ich jetzt noch. Dann kann ich euch das mal zeigen. Weil das ist echt süß gemacht. Das ist wirklich süß gemacht. So, hier. Das ist ein Katzensymbol. Und die Bücher. Und da ist die Katze. Und dann muss man halt. Aufpassen, jetzt hat sie uns gemerkt. Es
ist er wieder lieb, wieder ein bisschen vor. Falschen Knopf gedrückt. Na, die haben wir jetzt auch. Jetzt bin ich mir gespannt, ob die denn in dem Haus zwei Katzen sind. Meine Güte, eine richtige Katzenflüsterin. Alter, unbekannt, Größe unbekannt. Das ist bei den anderen auch gewesen. So. Jetzt müssen wir mal gucken auf der Landkarte. Ob wir hier noch irgendwo eine Butze haben. Ach, hier oben ist dann auch nochmal ein Turm. Da kriegen wir Nägel. Und was ist das mit dem... Was kriegen wir da? Erfahrung? Okay. Hier ist dann auch nochmal so ein Ding, wo wir dann halt hier irgendwie eine Festung oder was weiß ich nach bestimmten Punkten machen müssen. Und da kriegen wir Mana. Das ist unser Mana größer. Aber wir wollen hier zu Butze hin. Und hier ist ja schon... Also sieht ganz geil aus für den nächsten Stream, dass wir die Gebiet dann mal abschließen können. Nächste Gebiet oder mal die Chefin da vermöbeln können. Weil wir müssen ja halt so eine Tussi da vermöbeln, die Hochkräfte hat. Tanta hieß die oder so. Und ich hoffe, dass meine Kräfte bis für die ausreichen. Weil die scheint böse gefährlich zu sein. Also das ist dann bei sowas, wenn hier so eine Wirbel sind, das ist immer besser, wenn man normale Geschwindigkeit läuft, weil ich verfehle die sonst immer. So, jetzt kommt hier nichts mehr, jetzt können wir hier wieder rennen. Gehen wir mal zur Butze hin. Oh, hier sind Gegner. Achtung! Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Das war beinahe beeindruckend. Ach Mist, das war die letzte. Beinahe? Ach, leck mich doch. Ach. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Die Butze, hier gehen wir gleich rein. Wir halt nur noch das magische Zeug hier einsammeln. Oh, hier sind wir wieder. Ich habe auch meine Energie voll. Er war nicht der Letzte. Ja. Seht ihr, und so geht's ständig. Ständig geht es so. Zielort erreicht. Neue Schnellreiseobjekte. Was wollte ich nochmal machen? Ich euch das mal hier zeigen. So, gehen wir jetzt nach oben. Ja, jetzt haben wir hier die Steine, die wir herstellen können. Und hier veredeln können wir dann auch noch welche.
Da muss man dann halt die herstellen, die man halt braucht. Für seine Fähigkeiten zum Aufwerten. Hat der schon was besser? So, den Reif auch noch. So, der ist ja auch ein. Den habe ich auf dem Maximum aufgewertet. Hier haben wir denn halt Ditte, können wir aufheben, wie gesagt, und dann hier mit diesem Stein können wir die jetzt verbessern. Und was brauchen wir bei dem? Und hier ist halt Blockstein. Und hier ist es Ringstein, okay. Nehmen wir halt mal das. Ja. Das ist jetzt hier auch Blockstein. Und hier dann halt. Ne? Und jetzt ist es diese gewisse Zeit. Und dann ändert sich das auch wieder. Und Blockstein. Aber wir haben jetzt hier 40, 40, 49, 54. So, dann haben wir hier auch wieder Zeug liegen. Ah. Na komm, streich mal. Ja, das tut gut, nicht wahr? Ah, hier ist noch Papier. So, wieder eine Hintergrundinformation. Ja, manchmal liegt sie auch hier auf dem Tisch. Diese Mischung aus Hoffnung und Angst. Es ist nie einfach, mit Sack und Pack aufzubrechen. Ja, das findest du bestimmt toll. Hier können wir jetzt auch nicht, doch. Daraus kann ich. So, jetzt kriegen wir nämlich die Orte aufgedeckt, wo noch Häuser sind. Einmal da. Da. Aber halt nur Shit machen. Hier in der Nähe die. So, da können wir ja pennen und hier können wir gucken. Zeit für eine Lesestunde. Wegen unseren Fähigkeiten. Ja, also ich guck mal, mein Mana ist da oben schon, Phrase Mana ist schon gut gestiegen. Dadurch, dass ich die jetzt alle auf Level 2 schon habe. Mal gucken, was passiert, wenn die komplett nach oben steigt, was dann passiert. Ne, fehlt auch nicht mehr so viel. Muss ich mir auch mal dann drauf konzentrieren. Ja. Also wenn ich das jetzt voll habe, dann habe ich sowieso nichts mehr zu machen. Ich könnte mich jetzt halt zusätzlich noch auf das hier konzentrieren und den kaufen. Aber ich will erstmal das hier fertig kriegen. Das ist eigentlich ganz easy und dann gucken, vielleicht wird es bei dem anderen ja auch nochmal easy. Ausruhen. Gehen wir aber noch mal in die Stadt zurück.
Schnellreise. Was wollten wir hier nochmal? Bitte sag, dass es ein Scherz war. Ich will gerne schauen. War da ohne irgendwo ein Stand oder irgendwie nicht da? Da irgendwie, okay. Das nehme ich mal mit. Gibt so viel zu finden. Da habe ich mich geirrt. Halt, wartet, Kinder, kommt her. Ich habe... Hast du das gesehen? Sie wollen einfach nicht auf mich hören. Ich glaube, das passiert ihm öfter. Den Kindern in Ethia liegt nichts an ihrer Bildung. Nichts. Das ist freilich nicht allein ihre Schuld. Meine Lehren machen sie nicht satt. Zumindest nicht heute. Doch, wenn sie nicht lernen, ans Morgen zu denken, ließen sie sich nur unterrichten. Doch, nein. Ich kann sie nicht. Olivia, hätte ich ihr ich das... Ich mach mal schnell weg. Ja, das danke dir. Entschuldigen. Bisschen viel Quatsch jetzt für die kurze Zeit, die wir du noch haben. Du verteilst Perlen der Weisheit in der ganzen Stadt. So hätte ich dich gar nicht. Das sollte keine Lektionen bitten. Ich will wissen, wie der Rest von Ethia... Hast du uns wohl noch zu... Was ist denn mit den Fotos? Ja, mach noch 4 weitere Fotos. Ha. Ich muss noch... Aber ich zeig, na gut, dann würde er mir auf der Landkarte auch noch andere Stände anzeigen, aber naja, gut. Den gibt's hier keine. Vielleicht kommen die später noch. Ja, hallo. Mist. Wenn wir wissen, ob jetzt beide Katzen bei mir zu Hause sind oder halt eine Ehre. Und wenn ja, welche und ob ich die. Ach Mann! Auswählen kann. Jetzt war ich ein bisschen übereifrig hier. Ein bisschen verfehlt. So. H1 ist da. Auswählen. Ich kann auch nicht Spielzeug hochnehmen von den Katzen. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt abwechseln, halt abends die, tagsüber die oder jeden Tag die, die anderen Tag die. Wenn wir mal schnell speichern, schnell speichern. Achso, da seht ihr halt, wie viel sie sind. Wir sind bei 12 Stunden 20, jetzt 13 Stunden 19 Minuten insgesamt. Ja, und dann den Fotomodus. Titelbildschirm zurückkehren und einstellen. Fotomodus ist ein Fotomodus, ja. Kennt er ja. Gehen wir hier. So. Wohin gut ein bisschen. So, müssen wir kurz warten, bis die Sonne. So. Das soll es dann aber auch soweit gewesen sein. Ich konnte euch so ein bisschen was. Also, wie gesagt, alles kann ich euch immer noch nicht zeigen, weil ich habe noch nicht alles freigeschalten. Logischerweise. Aber so habt ihr ein bisschen Einblick über die Steuerung, über die Grafik bekommen. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Vor allen Dingen die schnelle, wirklich schnelle, gute
agile Steuerung. Man könnte es ein bisschen verbessern, aber das werde ich mir dann halt noch umlegen mit dem Steuerkreuz, also mit dem X und dem Kreis. Oder andersrum machen. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten mache. Da habe ich noch keinen Plan. Die Grafik, ich finde die nicht schlecht. Also ich finde, es ist, also ich finde nicht, dass es PS3-Grafik ist. An manchen Stellen schwächelt es ein bisschen, will ich gar nicht abstreiten. Wie jetzt hier bei den Haaren zum Beispiel. Ein bisschen hinten so ein bisschen pixelig und so. Der Mund ist nicht immer synchron, wenn jetzt irgendwie ein Video kommt oder so. Ist meine Augen zu verzeihen. Ne? Aber die Steuerung ist halt das Geilste überhaupt. Also wirklich so eine schöne, flinke, agile Steuerung und mit dem Magie tauschen komme ich auch immer besser klar. Du kannst auch während des Kampfes, habe ich euch hier gezeigt, oder habe ich es gezeigt, ich glaube schon, die Magie wechseln. Also zur Ranke, zum Pilz oder was weiß ich, Blume wartet ja hin und her wechseln. Und die werden auch dann weiterhin, auch wenn du die andere Fähigkeit benutzt, werden die anderen nach und nach weiterhin voll wieder. Die gewisse Zeit lang brauchen die halt. Und dann kannst du die halt auch nacheinander benutzen. Und das ist echt gut gemacht. Also ich habe in der Demo nicht gedacht, dass es so schön geht. In der Demo hatte ich noch meine Probleme mit. Jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Ich muss halt noch ein bisschen besser werden, auch mit dem Ausweichen noch. Was halt komisch ist oder doof ist, weil ich ja die Demo gespielt habe, man will halt gleich mehr Fähigkeiten, man will agil sein. Und hier habe ich am Anfang erstmal nur Gelaber. Ganz, ganz viel Gelaber und das hast du bei der Demo nicht, da bist du gleich reingeworfen. Und das hat mich am Anfang ein bisschen frustriert, weil es dann einfach zu viel Gelaber wurde. Und ich wollte einfach nur dieses geile Gameplay aus der Demo haben. Ja? Aber es ist halt ein Square Enix-Spiel, es wird sowieso traditionell viel gequatscht. Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein tolles Spiel. Es macht wirklich Spaß. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch PS3-Grafik ist. Also für mich ist das keine PS3-Grafik, muss ich ehrlich sagen. Und mir macht es persönlich wirklich Spaß. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt zum Spiel oder so, in die Kommentare ballern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Achso, nicht vergessen, die Kamera ist deswegen nicht da, weil ich 4K HDR aufnehme. Die Kamera würde sonst milchig aussehen. Und ihr seht es auch wirklich nur perfekt, wenn ihr jetzt auf dem Fernseher mit 4K HDR guckt oder auf dem PC und ihr müsst dann da halt auch HDR im Windows anschalten, sonst habt ihr das nicht im YouTube-Player zu sehen. Ja? Das wird dann halt nur 4K dann angezeigt. Und wenn ihr das dann im Windows anschaltet, dann wird euch auch 4K HDR angezeigt. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.